Kevin Prince Boateng. Für die, die ihn nicht kennen, das ist ein Ex-Fußballer. Er hat gerade erst seine Karriere beendet, hat gestartet bei Hertha BSC Berlin, hat dann bei Tottenham gespielt, AC Mailand, hat mal Barca gespielt, aber er hat sonst wo, er hat bei so vielen Vereinen gespielt. Und letztendlich hat er wieder bei Hertha BSC gespielt und dort seine Karriere beendet. Und ich bin letztens durch TikTok gescrollt und habe ein Interview von ihm gesehen und habe gesehen, dass er Jesus angenommen hat. Und dieses Interview möchte ich heute mit euch anschauen. Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und das Video zu liken, falls es euch gefallen hat. Aber ja, steigen wir einfach mal ein. Like, and then the only thing what saves me right now, will give me peace, happiness and everything is, I want to show you guys. That Jesus is King. John 14, like, 6. Cool, wie glücklich er ist, wie stolz er auch ist darauf, dass er Jesus gefunden hat. Seriously, this is, for me, it changed my life. Totally changed my life. How was you introduced? I was introduced for the first time, because I grew up in a neighborhood where I grew up only with Muslims, you know? Mm-hmm. Er wird hier noch mal gefragt, so wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er zu Jesus ist? Denn, wenn ihr ein bisschen mehr über Boateng kennt, er ist in Berlin aufgewachsen und auch in einem Viertel, wo hauptsächlich nur Migranten gelebt haben. Und in so einem Viertel, wo du eigentlich nicht aufwachsen möchtest. Aber er ist dort aufgewachsen und hat viel mit Muslimen zu tun gehabt. Turkish Arabs, because the immigration of Turkish Arabs in Berlin is high, so... I grew up with them, but I was never really religious or believing. I believed in a higher power, definitely. But my older brother is a Muslim, you know, so I was like confronted with a Muslim. So I got introduced to Jesus 5 years ago. This is where someone put the seed inside of me, you know, and then I got curious and then I left it again and I said, no, I don't care. Und wir sehen sogar in seiner eigenen Familie, also der ältere Bruder, der so das Problemkind ist, der ist Muslim. Und dadurch hat er das erste Mal so ein bisschen die Berührung mit dem Islam bekommen. Aber das hat ihn jetzt nicht wirklich irgendwie überzeugt und er war auch nicht wirklich gläubig oder irgendwie so. Er hat zwar an irgendwas geglaubt, das hört man ja heutzutage so oft, dass er an irgendwas geglaubt hat, eine höhere Macht, aber er konnte es nicht wirklich greifen. Und dann 5 Jahre ist es her, dass er das erste Mal so ein bisschen was von Jesus gehört hat und dass sein Samen gepflanzt wird, sagt er. Und jetzt erzählt er weiter. Playing at Hertha, there was Dodi Lukubakio, the guy who was just signed for Sevilla. He started talking to me about Jesus and the Bible and everything. And then I got interested in it. You know, I was talking to him and I was like, why is it impossible that it's not true, coincidences and all that. So I went to the World Cup, Women's World Cup in Sydney, and this is where it hit me. The person prayed for me and this is the first time I felt something inside of my body. It was just like impossible to explain. Then I had an encounter, like, you know how Und er zeigt uns, dass ein Spieler, mit dem er gespielt hat, der Lukubakio, dass er anscheinend Jesus Nachfolger war und ihn immer wieder ein bisschen was von Jesus erzählt hat. Und dann kam aber die Zeit, als Boateng nach Sydney gegangen ist, um die Frauenweltmeisterschaft sich anzuschauen. Und dann wurde für ihn gebetet. Und das ist das erste Mal, dass er wirklich etwas gefühlt hat. Und jetzt erzählt er noch von einer Begegnung. Impossible to explain. Then I had an encounter. Like, you know how you have to leave your pride and all the sinning, what we did, because at the end it's all sinning, what we do, going out, drinking, whatever. I left it all in a party and I bowed down. So I went to my knees and prayed to the Lord. I was crying like crazy. And this is when I had my testimony, my encounter with him, because I heard the voice telling me, come home. Like, it's difficult to explain to someone. If you would explain me that 2 months ago, I would say you're crazy. Yeah, because I see it on your Instagram and stuff like that. Yeah, I got baptized, you know, that as well. At the day I had so much pain on my knee, as soon as I got baptized, I went for a jog. I could run. Like, it's crazy. Like, if you would tell it, I don't tell anyone, yeah, you have to be Christian. But it's just the peace I'm feeling, the love I receive and the love I can give. Es ist sehr schön zu hören. Also er ist halt jetzt komplett neu im Glauben. Der hat das erste Mal Jesus erlebt und er hat noch die Verliebtheit. Also ich kann nicht sagen, so ja, er ist 100% vollkommen Jesus Nachfolger und er alle seine Lehre ist richtig. Das kann ich natürlich nicht sagen von einem Interview und von ein paar Posts, die er postet. Aber wir sehen einfach diese Verliebtheit, die er hat zu Jesus, zu dem Glauben, zu Gott und diese Begegnung, die er hat. Und er sagt auch, es ist so schwer zu erklären, denn das
ist etwas, was du erleben musst. Du kannst es nicht erklären. Und eine Sache muss ich schon sagen, die er da sagt, so, ja, er möchte niemanden aufzwingen, so zu sagen, hey, Christ zu sein. Was ich halt sehr, sehr gut finde in dieser Aussage ist, also klar, ich bin hier und ich bin schon dafür da, Leuten den Glauben weiterzugeben und versuche natürlich jeden zu überzeugen. Aber am meisten, glaube ich, kannst du auch jemanden überzeugen, indem du ein Licht bist. Und genau das ist, was Boateng hier ist und sagt. So, er erzählt einfach nur, und wie er es erzählt, ist einfach ein Licht, was andere wieder anstiftet, mal zu schauen, so, hey, ist da wirklich mehr als diese Welt? Und das ist echt schön hier zu hören. It's overwhelming. So going back to Monza, if I would have that in the moment right there, like I wouldn't go through depressions and all that, because reading the Bible, getting the word. Ja, leider kenne ich, weiß ich nicht, wo das komplette Interview ist, sonst würde ich mir das komplette Video anschauen. Vielleicht finde ich es irgendwann oder ihr schickt es mir und dann gehen wir das mal komplett durch. Aber was er hier sagt, ist auch so, dass nachdem er getauft wurde, dass er erstmal frei wurde von seinen Schmerzen und auch Sachen, die er damals erlebt hat, hätte er alle nicht erleben müssen, wenn er viel früher einfach Jesus begegnet wäre. Und wir sehen auch auf seinem Instagram, wir sehen hier bei Instagram auch, dass er sich taufen lassen hat. Ich bin jemand, ich kritisiere, aus irgendeinem Grund kritisiere ich, was heißt gerne, aber ich kritisiere oft. Immer wenn ich irgendwas sehe, so das Erste, was ich mache, ist nicht positiv davon reden, sondern immer zu kritisieren. Zum Beispiel bei Themen wie, oh, Justin Bieber ist doch auch Christ, aber lebt dann so und so und so und so und so. Dann denke ich immer nur, oh, der lebt aber nur so, ist er dann wirklich Christ? Aber ich möchte hier einfach nur mal bei dem Positiven bleiben. Nur bei dem, was Boateng einfach widerfahren ist. Und es ist einfach wunderschön zu sehen. Und Boateng zitiert auch in seinem Post von seiner Taufe Offenbarung 3, Vers 20. Und da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und er sagt auch noch, in seinem Post, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir wissen natürlich, wo er steht. Das steht in Johannes 14, Vers 6. Und da heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und genau das ist, was Boateng hier erlebt. Er findet den Weg zum Vater durch Jesus Christus. Aber wir wissen auch, dass gerade wenn wir neu im Glauben sind, dass der Feind etwas dagegen tun möchte. Und er möchte allgemein immer etwas dagegen tun. Denn wir lesen im 1. Petrus 5, Vers 8, da heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir sehen dort, dass wir für Boateng beten müssen. Denn er ist jetzt neu im Glauben. Vor ungefähr 2 Monaten hat er sich taufen lassen und jetzt wird er angegriffen. Nicht nur von übernatürlichen Mächten, sondern gerade weil er eine öffentliche Person ist, weil er bekannt ist und berühmt ist, hat er es doch umso schwerer, standhaft zu bleiben. Denn er hat Medien, die von ihm reden, andere Superstars, die von ihm reden und alles, was er jetzt sagt, wird nochmal genau beobachtet, denn er hat gesagt, dass er zu Jesus gehört. Und deshalb können wir und sollen wir für ihn beten, dass er nicht nur an diesem Punkt bleibt, ja, ich habe Jesus erkannt, aber sondern, dass er jetzt wächst im Glauben und letztendlich noch mehr Menschen zu Jesus bringen kann. Denn wir haben einen Auftrag. Wir sind nicht hier nur, um zu genießen, die Liebe zu genießen, obwohl das ein großer Teil ist. Aber wir sind auch dafür da, die Liebe weiterzugeben, das Evangelium weiterzugeben und möglichst viele Menschen vor der Verdammnis zu retten. Es ist ja offensichtlich, dass es so viel schöner ist, in der Gegenwart von Gott, als fern von ihm zu sein, wo es keine Liebe gibt. Aber ja, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch auch geholfen. Schreibt mir doch eure Meinung zu Boateng und seiner Taufe. Und falls ihr noch andere Berühmtheiten kennt, die sich zu Jesus bekannt haben, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Vielleicht können wir ein weiteres Video darüber machen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Core hier, ihr da.
Alles klar. Und falls ihr sehen wollt, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie ich mein Zeugnis sage, dann klickt doch hier.